Cagefight, richtig? Ja, das stimmt. Und ganz viele Münchner dabei, einer davon ist der Patrick Simon. Genau. Und was der mit mir gemeinsam hat, wir sind zwei Menschen, wir sind privat philosophisch veranlagt, sind meistens im falschen Umfeld. Das heißt, unsere Botschaften werden zwar belächelt, aber den Hintergrund kann niemand in unserem Umfeld wirklich verarbeiten. Wir sind zwei Menschen, denen man privat sehr wohl trauen kann, aber beruflich nicht. Nicht am 12.04. Genau. Genau. Und gibt es irgendwelche, jetzt sind wir noch im Ja, zwei Wochen haben wir noch. Gibt es da so eine Kurve? Ja, die gibt es. Die gibt's jetzt die nächste Woche, ist nur mehr so. Also geht es nach oben. Das ist, wir sind kurz vor der Spitze und die nächste Woche wird nochmal angespitzt. Gibt es da was? Warte mal, also du selber machst, dass du dich so hingeilst dahin? Ich versuche alle, doch, das gibt es wirklich. Ich versuche im normalen Leben einfach nicht aggressiv zu werden und ich verhalte mich absolut ruhig. Das mache ich so auch, aber ich versuche halt wirklich jegliche Aufregung aus dem Weg zu gehen und wirklich nur in mich gekehrt zu sein. Und am 12.04. nehme ich dann das Gesparte raus sozusagen. Also, seine Frau hat es nicht leicht in den nächsten 40 Jahren. Mama, sorry, Froni. Das sind die Tage der Männer. Die haben sie halt mal. Da geht wenig, da gibt es auch kein Liebeswort, aber dafür hat man einen gescheiten Mann an der Seite. In diesem Sinne, ich freue mich auf deinen Kampf, wurscht, wie es ausgeht, weil es ist ja nicht der ich für mich, so, es ist nicht der Sieg der Einkrönung, sondern dass man dabei ist, dass man es macht und dass man alles, was man hat, in ein paar Minuten auf den Punkt bringt. So schaut es aus. Danke, vielen Dank. Ja.